Was genau ist eigentlich ein Faschist? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hitler war ein Faschist. Mussolini war ein Faschist. Da weiß man, woran man ist, aber aktuell benutze ich diesen Ausdruck zwar sehr gerne, weil er für mich persönlich eine ganz klare Definition hat. Das Dumme ist nur, die Definition kennt keiner. Und die benutzt auch keiner so. Und die würde auch ohne Ende zu Missverständnissen führen. Lass uns also mal darüber sprechen, wie ich das Phänomen Faschismus sehe. Und dabei muss man aber klarstellen, das ist ganz privat, ganz subjektiv. Das ist meine Definition. So benutze ich für mich ein Wort, das ich dann eigentlich nur in Selbstgesprächen benutzen kann. Oder aber eben vorher, wenn ich mit anderen mich unterhalten will, klar machen muss, Achtung, wenn ich das Wort Faschismus benutze, ist es so gemeint. Ich habe das oft in Gesprächen, dass ich irgendwas sagen will und sage es so, dass ich den Eindruck habe, es ist klar, aber muss feststellen, es ist überhaupt nicht klar. Im Gegenteil, es wird oft ganz anders verstanden. Es gibt ja auch diese Weltmeister, die darauf spekulieren, dass man irgendetwas sagt, was man anders verstehen könnte, als es gemeint ist. Und dann sofort hinterher, aha, habe ich dich erwischt. Wenn du dann sagst, ja, so war es nicht gemeint, dann unterstellen sie dir, ja, ja, jetzt rudert er plötzlich zurück. Haut er irgendeine These raus und wenn er merkt, die kommt nicht an, dann rudert er zurück und probiert es mit der nächsten These. So ein Blödsinn machen natürlich nur Leute, die gar nicht sich der Wahrheit nähern wollen, sondern bei denen es nur darum geht, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der größte Klugscheißer im ganzen Land? Und auf keinen Fall sich dabei erwischen lassen, dass man Unrecht hat. Das übrigens ist für mich schon der erste Faschismus. Das sind die schlimmsten Faschisten, denen es nicht um eine Diskussion geht, um den Austausch von Argumenten, auch den Austausch von Erfahrungen, von Sichtweisen, von Standpunkten, sondern ums Klugscheißen. Ich diskutiere nicht, um mich der Wahrheit zu nähern, sondern um jedem zu zeigen, ich bin der Schlauste, wenn mir nicht zu machen. Mag manche mich so einschätzen, was meistens daran liegt, dass er von sich auf andere schließt. Aber sollte mir das irgendwann einmal passieren, dass ich aus einer Hirnrissigkeit heraus es darauf anlege, für klug gehalten zu werden, dann habe ich einen Ausraster, einen Aussetzer, weil es ist nicht meins, ehrlich nicht. Und zwar nicht, weil ich so ein edler Ritter bin, sondern weil ich einer bin, der immer schaut, habe ich was davon. Aus einer Diskussion, wo ich als Sieger vorgehe, habe ich gar nichts. Warum? Da habe ich nichts dazugelernt. Da gehe ich mit dem gleichen Stand der Dinge wieder raus, wie ich reingegangen bin. Vielleicht ein, zwei Zweifel weniger, aber nicht annähernd Sicherheit oder gar Wissen oder Weisheit.
Also die Leute, die nur diskutieren, um zu sagen, sa, da schau her, da hast du dummes Zeug erzählt und ich bin viel klüger als du. Schön, wenn sie dann tatsächlich etwas vorbringen können, was klüger ist, damit ich das zap, zap, zap für mich klauen kann. Ist ja umsonst, kostet ja nichts. Kann man mitnehmen und vielleicht mit diesem Wissen das nächste Mal dann brillieren, falls man meint, man bräuchte das Brillieren. Faschismus. Also ich denke, es hat mit einer Sache zu tun, über die ich schon sehr viel nachgedacht und dann auch geplappert habe, nämlich mit der Frage, wo entstehen deine Meinungen? Entstehen die im Unterbewusstsein, wo die fest verankert, fest sozialisiert, fest anerzogen sind, wo die schon seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten hausen und von dort die Welt verpesten? Oder entstehen sie im Verstand, in der Abteilung des Gehirns, wo der Verstand sein Zuhause hat, wo man ganz bewusst, ganz kritisch, ganz überlegt, hinterfragend, in Frage stellend, überprüfend über Dinge nachdenken kann. Erstmal Informationen beschaffen, möglichst vielseitig aus allen Richtungen. Und dann das Ganze miteinander verknüpfen. Schauen, was passt da und was passt da nicht. Was könnte ehrlich sein, was könnte verlogen sein. Faschist ist also für mich zunächst einmal einer, der aus dem Bauch heraus, jetzt hätte ich beinahe gesagt, aus dem Bauch heraus denkt, aber das ist ja schon Blödsinn, weil im Bauch kann man ja nicht denken. Im Bauch gibt es kein Gehirn. Da ist eine Intelligenz, wie man sie braucht, um Philosophien oder politische Ideen zu entwickeln, die ist da nicht vorhanden. Macht's mit dem Bauch. Und der intelligente Mensch benutzt den Verstand. Okay, heißt das jetzt, dass automatisch alle Dumpfbacken Faschisten sind und alle unsere super schlauen, super intelligenten Bildungsbürger und Intelligenten und was weiß ich, die sind alle automatisch links, heißt es natürlich nicht. Erstens, eine Dumpfbacke kann jederzeit sich auch für rechts entscheiden. Aus dem Bauch heraus. Weil das eben nicht davon abhängt, was ist nun wirklich gut und was ist böse, was ist gerecht und was ist ungerecht, sondern es ist da sozialisiert im Bauch. Wenn man das Glück hat, das große Glück hat, also jetzt rein von meiner subjektiven Sichtweise her, in der richtigen Ecke groß geworden zu sein, dann kann man auch als Dumpfbacke, als Vollpfosten eventuell auf der richtigen Seite stehen.
glaube, dass sehr viele Jugendliche da, lange bevor sie überhaupt gelernt haben, Politik zu verstehen und politisch zu denken und Dinge zu hinterfragen, schon per Zufall in irgendeine Ecke geraten sind, weil die Freunde da drin sind. Oder weil man Protest gegen den Vater machen will und deswegen aus purem Protest das Gegenteil von dem annimmt, was der Vater einem predigt. Ich mache mich da sicherlich nicht populär, aber in der Antifa, da gibt es ohne Ende Faschisten, ohne Ende, die alle nur per Zufall halt bei links gelandet sind und nicht bei den Neonazis. Andererseits ist automatisch jeder, der den Durchblick hat, der intelligent ist, links? Natürlich nicht. Wie wir an unserer Welt bestens sehen. Sondern ein intelligenter Mensch hat natürlich noch die Möglichkeit, sich für sich selbst, für den knallharten Egoismus zu entscheiden. Wir können sagen, auch wenn mir meine Intelligenz etwas ganz anderes erzählt, ich versuch's mal mit einem knallharten Egoismus, erstmal alles für mich, alles her zu mir. Scheiß auf Gerechtigkeit, auf Gleichheit, auf Brüderlichkeit, auf Freiheit, auf bla bla bla. Ich mache mir die Welt so, dass ich auf jeden Fall absahnen kann. Und ich verwende meine Bildung, meine Intelligenz überhaupt nicht dafür, mir die Welt ehrlich zu interpretieren oder die Welt überhaupt auf ihr tatsächliches Erscheinungsbild zu hinterfragen, sondern ich frage nur, was tut mir gut, was kann mir gut tun, wie kann ich es machen, dass ich fein raus bin. Der Mensch richtig schön faschistisch agieren. Also auch unter den Neonazis gibt es jede Menge, zwar die Mitläufer sind und keine Ahnung haben, worum es geht und wovon die Rede ist, die reinfallen auf bla bla und über den Tisch gezogen werden, aber es gibt mit Sicherheit auch ein paar, die nicht ganz so dumm sind. Ich glaube nicht, dass das unbedingt die geistige Elite unseres Landes ist. Warum? Weil wenn jemand zur geistigen Elite des Landes gehört, dann macht er sich irgendwann mal klar, was immer ich privat denke, mit Neo-Nazi-Geschichten wird es schwierig, Karriere zu machen und gleichzeitig ein einigermaßen gesichertes Leben zu führen. Ohne ständige Bedrohungen von außen oder vielleicht sogar die Bedrohung von Knast, Androhung von Knast. Also die ganz Fitten werden immer schauen, dass sie selbst mit einer ultrarechten Einstellung noch irgendwo bei den bürgerlichen, sogenannten bürgerlichen Parteien Karriere machen. Und da gibt es in der Regel mehr zu holen. Sowas gäbe es bei den Nazis erst, wenn sie irgendeinen gewaltsamen Umsturz machen würden. Bürgerkrieg und ähnliches, was dann für
vielleicht der eine oder andere richtig Intelligente schon in der Lage zu sagen, naja, müssen wir nicht riskieren, gehen wir zur CDU-CSU. Finden wir schon Plätzle, wenn wir uns nicht zu sehr mit unseren wahren Gesinnungen augen. Aber so in der zweiten Riege der geistigen Elite des Landes, da mag es dann schon einige geben, die sagen, für die erste Liga reicht es nicht. Ich will aber erste Liga spielen. Bei den Nazis spiele ich erste Liga. Also lieber da erste Liga als irgendwo in einer erfolgreichen Partei zweite Liga spielen. Ich schätze mal, dass diejenigen, die sich bei den Nazis nach vorne boxen, die Führer, dass die durchaus ein bisschen was im Kopf haben. Um es nochmal zu sagen, reicht nicht für, um anständig zu sein, aber reicht. Bei den Neonazis was zu werden. Der Rest wird über den Tisch gezogen und merkt es gar nicht. Die meisten, die Masse, diejenigen, die es bringen müssen für den Führer, das sind Statisten, Marionetten, die werden verarscht und wenn es irgendwann und wo drauf ankommt, werden sie geopfert, Bauernopfer. Und trotzdem nicht besonders sozial, geschweige denn sozialistisch, geschweige denn kommunistisch, was immer, ich betone es gerne noch einmal, diese Begriffe uns ja so sagen wollen. Es gibt unter diesen hochintelligenten Menschen unglaublich viele, die einfach ihre Intelligenz gar nicht erst richtig einsetzen, die sie nicht benutzen. Das ist ungefähr so, wie wenn du einen Porsche fährst und fährst halt immer nur im zweiten Gang. Dann werden dich reihenweise Autos überholen, die mit einem Porsche nie mithalten könnten. Es sei denn, du kommst aus dem zweiten Gang nicht raus. Zum Beispiel Menschen, die den umgekehrten Weg gehen. Die sich erst mal überlegen, wie wäre mir ein denn so recht, wie wird es mir denn passen? Und dann, wenn sie sich entschieden haben, dann fangen sie an, nach Argumenten zu suchen, aber selbstverständlich dann gut ausgesehen. Dann werden keine Argumente mehr an sich herangelassen, die gegen das, wofür man sich bereits entschieden hat, sprechen. Und wenn es nun für das, was man sich entschieden hat, nicht genügend oder gar keine Argumente gibt, dann findet man sich welche, dann popelt man sich welche aus der Nase. Hauptsache man hat irgendwas, was man erzählen kann. Und wenn gar nichts geht, dann versucht man es mit einer ganz anderen Masche. Man gaukelt nämlich vor, die Meinung, die man hat, sei schon das Argument. Frau, weil ich halt dafür bin. Meine Meinung ist gleichzeitig mein Argument.
entscheiden können, das ist eine Meinung, das ist eine andere. Ich persönlich bin an Meinungen eher fünf-, sechstrangig interessiert. Aber an Argumenten ohne Ende. Ich habe es auch am liebsten, wenn ich selber nicht dem Fehler verfalle, eine Meinung zu äußern, sondern wenn ich meine Erfahrungen, meine Denkspielereien äußern kann und jeder nimmt sich das von dem, was ich äußere, was er für praktikabel hält, für benutzbar hält und bastelt sich dann seine Meinung im Zusammenhang mit dem, was er schon für Erfahrungen hat, die hier vielleicht mitkommen, die vielleicht meine Meinung wieder ändern würden, die meine Argumentation erweitern würden, ergänzen würden, vielleicht sogar einige meiner Argumente ad absurdum führen würden. Da gibt es beide Möglichkeiten. Dass einer eben ganz gezielt sagt, ich will, da sind wir schon wieder bei dem Egoisten, dass ich das Weltbild so zusammenzimmern will, wie es ihm gefällt. Völlig egal, ob es auch so ist. Der kommt auf diese dumme Idee, anstatt erst Argumente zu suchen, dann abzuwägen und aufgrund dieses Abwägens die richtige Entscheidung zu treffen, sagt er erst, wie hätte ich es gerne, und dafür finde ich dann schon Argumente. Vorzeigebeispiel dafür sind die vielen, vielen, vielen Expertisen sogenannter Wissenschaftler für Geldgeber, die ein ganz bestimmtes Ergebnis von vornherein erwarten haben wollen, nämlich das Ergebnis, das ihnen ihre Pfründe sichert. Ein Atomkraftbetreiber ist nicht an neutralen Forschungsergebnissen interessiert. Der will Ergebnisse haben, wo er die Wissenschaft dazu bringt, zu sagen, jawohl, Atomkraft ist Nummer eins, ist gut, muss man unterstützen. Sehr viel heute natürlich auch in der Pharmaindustrie. Da will man keine Nebenwirkungen wissen. Da will man gar nicht hören, dass das Mittel eventuell überhaupt keine Wirkungen hat oder tausend falsche. Sondern da will man, dass ein Wissenschaftler wissenschaftlich bestätigt, dieses Mittel ist super. Dieses Mittel musst du benutzen. Das ist also diese Herangehensweise nicht ergebnisoffen, wo man nicht sagt, ihr forscht jetzt und egal wie das Ergebnis dann ausgeht, wir veröffentlichen das Ergebnis und arbeiten mit diesem Ergebnis weiter. Eventuell auch mit den daraus folgenden Konsequenzen. Der zweite, der intelligent sein kann und trotzdem Hirnrissiges produziert, ist der, da sind wir vorhin wieder ein bisschen davon abgekommen, der seine Intelligenz halt nicht benutzt. Es gibt ja keine Verpflichtung, deine Intelligenz zu nutzen. Ich kenne ohne Ende hochintelligente, hochgebildete Menschen, die, sobald es an eine Diskussion geht, überhaupt nicht mehr mit ihrer Intelligenz hantieren, sondern wieder voll beim Bauch sind. Alles aus dem Bauch raus. So habe ich schon immer gedacht, so werde ich immer denken. Es geht völlig automatisch. Gott sei Dank brauche ich nicht überlegen. Gott sei Dank muss ich mir nicht die Mühe machen, nachzudenken. Gott sei Dank muss ich nicht analysieren und
abwägen und messen und zu viele Zahlen und zu viele Informationen. Und wie gehört das alles zusammen? Nun habe ich aber mal jetzt neben diesen vielen Ausnahmen, die ich jetzt geschildert habe, doch in der Hauptsache grundsätzlich mal den Faschisten, der aus dem Bauch raus denkt, und den anderen, der aus dem Verstand heraus. Ich wollte nur aufzeigen, dass es da schon Ausnahmen gibt. Dass es also auch den denkenden Faschisten gibt und auch den nicht denkenden anderen. Ich benutze jetzt mal das Wort anderen, weil Gerechtigkeit, oh, da kann man endlos drüber diskutieren. Sozialismus kann man endlos drüber diskutieren. Gut und Böse kann man endlos drüber diskutieren. Wenn das alles so einfach und so klar wäre, dann hätten wir vielleicht mal irgendwo einen Staat, der sich zu sowas auffragt. Aber wenn du zwei Menschen auf der Welt nimmst und lässt sie über Gerechtigkeit reden, was du verständlich. Die können sich vielleicht auf ein paar grundsätzliche Dinge einigen, aber wenn es in die Einzelheiten geht, hat wieder jeder seine eigene Gerechtigkeit. Was ein sehr heftiger Unterschied zwischen dem Faschisten und dem anderen ist, das ist, wenn jemand mit dem Bauch agiert, dann ist er auch zu kränken. Da kann man ihn kränken und beleidigen. Ich denke, das Phänomen des Kränkens und Beleidigens und des Gekränktseins und des Beleidigtseins und vor allen Dingen des Phänomen des Aufbeleidigtmachen oder ganz bewusst und gezielt beleidigen, das sind Phänomene des Faschisten. Das ist etwas, wo der andere, der Nicht-Faschist, nichts mit anfangen will, auch nichts mit anfangen kann, was er auch nicht braucht. Psychologisch scheint es ja so zu sein, dass sich gekränkt oder beleidigt fühlen Handlungen in einem auslöst, die dumm sind, die nicht nötig sind, die überflüssig sind, die ein Verstandesmensch so nicht tun würde. Rache, ein nur rein faschistischer Gedanke. Der aufgeklärte Mensch braucht keine Rache. Sühne. Also eine Strafe zu dem Zweck, dass jemand etwas büßt. Dass man dafür sorgt, dass es jemandem erzwungenermaßen schlecht geht. Dem würde es gar nicht schlecht gehen, im Gegenteil, dem geht es sogar ganz gut. Aber wir wollen, dass es ihm schlecht geht. Wir wollen Sühne. Er muss büßen. Er muss für das, was er getan hat, büßen. Er muss jetzt eine schlechte Zeit haben. Der aufgeklärte Mensch, der sehnt sich ja danach, dass wir alle eine gute Zeit haben. Dass es uns allen möglichst hammermäßig gut geht. Keiner leiden muss. Der käme niemals auf diese, ich nenne es perverse Idee, jemanden absichtlich leiden zu lassen, absichtlich Leid herbeizuführen. Ich meine, wir sind ja schon ohnehin völlig damit überfordert, das Leid, das auf der Welt herrscht, ohne dass wir es künstlich erzeugen, zu dämpfen, abzustellen, zu beseitigen. Wie blöd muss man da sein, in einer Welt, die so viel Leid zu bieten hat, auch noch absichtlich
Gefängnis. Und all dieser Wahnsinn, dieser völlig überflüssige Wahnsinn. Natürlich, dass wir da keine Pharisäer haben, die da wieder von hinten unten. Natürlich müssen Menschen für andere Menschen eine Gefahr bedeuten. Die müssen vor sich selber geschützt werden. Und man muss die anderen vor ihnen schützen, indem man sie irgendwo leben lässt, wo sie nicht zum Zuge kommen, wo sie ihre Straftaten nicht ausüben können, wo sie niemanden verletzen, niemanden töten, niemanden Schaden zufügen können. Ganz klar. Aber dazu braucht man, weiß Gott, kein Gefängnis. Da gibt es gerade mit den heutigen technischen Möglichkeiten unglaublich viele Chancen, ein Gefängnis zu vermeiden. Und das Leiden dieser Menschen möglichst niedrig zu halten. Wer heute für ein Gefängnis ist, der ist nicht deswegen dafür, weil er sagt, wir müssen die anderen vor diesen Menschen schützen. Das ist ein vorgeschobenes Argument. Das kann man ganz anders erreichen. Dazu braucht man keine Gefängnisse. Sondern wenn sie ehrlich zu sich wären, dann würden sie erkennen, es kränkt mich, dass ich mich dazu zwinge, mich an Recht und Gesetz zu halten, obwohl mir das sehr schwer fällt. Mache ich das? Und da ist einer, der macht es einfach nicht. Der erlaubt sich, den Luxus gegen Gesetze zu verstoßen. Und dann bin ich, das kränkt mich. Das kränkt und beleidigt mich. Selbst wenn der bei mir selbst keinen Schaden anrichtet, wenn der Schaden woanders ist, das kränkt mich. Wenn überhaupt jemand das Recht haben darf, gegen Recht und Gesetz zu verstoßen, dann bin das als allererstes mal ich. Als allererstes. Da muss ich erst mal an mich denken, bevor ich da großzügig werde. Und wenn ich mir das nicht gestatte, aus welchen edlen Motiven heraus auch immer, dann gestatte ich das auch niemand anders, wenn sie jemand dieses Recht herausnimmt, muss er büßen. Und da ist mir dann sehr schnell so ein Gefängnis viel zu wenig. Und ein liberales Gefängnis noch viel mehr zu wenig. Da wäre schneller mal ein bisschen eine Strafe denkbar. Ja, und auch wenn man es nicht offen ausspricht, so ein paar Peitschenhiebe oder sonstiges. Hauptsache, ich kann dann mein Selbstbewusstsein wiederherstellen. Mein Selbstwertgefühl. Ich sehe den anderen leiden. Und das macht mich wieder zu einem Menschen mit Selbstwertgefühl. Einen, der sich nicht mehr gekränkt, beleidigt und verarscht fühlt. Weil der mag mich zwar verarscht haben, aber sieht er ja, was er davon hat. Jetzt hockt er im Knast oder in der Todeszelle. Und ich kann mich wieder reinheben. Also ein Hauptproblem der Faschisten ist nicht nur, dass sie in der Regel ein falsches Weltbild haben, ein egoistisches Weltbild haben, und zwar ein dumpfbacken-egoistisches. Gegen Egoismus habe ich gar nichts, da muss man an anderer Stelle drüber reden. Aber was nützt mir, wenn ich einen Egoismus knallhart durchziehe und habe hinterher ständig Angst um mein Leben? Weil natürlich jeder
mein Feind wird, der merkt, ich ziehe da eine Nummer durch, eine egoistische, bei der er nicht beteiligt ist. Wenn der ein bisschen schlau ist, ist er mein Feind. Und dann habe ich mit der Zeit keinen sozialen Frieden. Und das ist zum Beispiel etwas, worüber Faschisten viel nachdenken müssen. Der soziale Frieden. Damit meine ich nicht Duckmäuser tun. Gar nicht. Von wegen Ruhe ist des Bürgers erste Pflicht. Gar nicht, überhaupt nicht. Man darf schon aufstehen. Man darf sich schon wehren. Man darf schon protestieren. Aber eben in einer Art und Weise, die doch irgendwo noch nicht alle Gräben aufreißt, wenn es irgendwie geht, nicht alle Gräben aufreißt. Wir müssen eine Möglichkeit des Widerstands finden. Das wäre das Ei des Kolumbus, die nicht zu sozialem Unfrieden führt. Ja, so wie in einem Fußballspiel, wo man spielt und eine Mannschaft gewinnt 3-2, ohne dass es hinterher eine Schlägerei gibt. Einfach die unterlegene Mannschaft sagt, okay, entweder waren die besseren oder ihr wart vielleicht eine Dusel, kommt ja auch mal vor. Die Welt besteht leider zu einem großen Prozentsatz auch aus Dusel, wie auch immer. Aber ihr habt jetzt mal gewonnen und das lassen wir mal so stehen. Man kann es ja bei Diktatoren und bei faschistischen Menschen sehr gut beobachten, dass sie keine Opposition zulassen, keinen Widerspruch zulassen. Und da kann man sagen, okay, das muss man machen, um seine Macht abzusichern. Gehe ich damit noch d'accord? Gehe ich noch einverstanden? Aber bei vielen von denen kann man beobachten, dass sie die Art und Weise, wie sie mit ihren Gegnern umgehen, nicht allein darauf beschränken, was ist da nötig, um die Macht zu erhalten, sondern dass sie viel weitergehen. Und dann muss man sich fragen, ist es klug, noch weiter zu gehen? Schafft man sich da nicht unnötig, selbst bei seinen eigenen Anhängern dann die ersten Feinde, die ersten Zweifler, die ersten, die sagen, naja, bei allem was recht ist, aber es muss ja nicht sein. Und ich denke, die meisten Diktatoren übertreiben es mit der Brutalität gegenüber dem Feind, weil es nicht nur darum geht,